Die diesjährige IAA zeigt 219 Weltpremieren. Wir sehen hier ein Feuerwerk unserer Kunden, der Autohersteller, was es im letzten Jahrtausend zuletzt gab. Das zeigt, dass die Automobilindustrie zurück ist, denn es sind auch wesentlich mehr Zulieferer präsent. Wenn man sich außerdem die ausgestellten Produkte und Stände ansieht, merkt man, dass sie hier wesentlich mehr Geld ausgeben als zuvor. Und die Besonderheiten auf dieser IAA für mich ist zum einen die Vielfalt der Modelle. Sowas kann man beispielsweise bei einem Hersteller wie Mercedes-Benz oder auch BMW sehen, wo praktisch alle Fahrzeugkonzepte abgedeckt werden. Darüber hinaus ist natürlich hier auf der Pkw-IAA in Frankfurt wieder viel Emotion angesagt. Viele Hochleistungsfahrzeuge, auch Hersteller, die in diesen emotionalen Bereich zurückkehren, wie beispielsweise Alfa Romeo mit der neuen Giulia. Und ein weiteres Merkmal ist nach wie vor der ungebrochene Trend zu den SUVs, SUVs aller Größenordnung, kleinere SUVs, größere SUVs. Hersteller wie Jaguar bieten einen SUV an, selbst Bentley, aber auch zunehmend die chinesischen Hersteller. Das fällt einem hier auf. Darüber hinaus wird natürlich ganz viel Technik gezeigt. In unserem Bereich betrifft das den automobilen Leichtbau, aber auch im Antriebsstrang, im Motor, im Getriebe sieht man hier viele Innovationen, und das abseits der Elektromobilität, die weiter hier zu beobachten ist und vorangetrieben wird, nach wie vor auch noch der konventionelle Verbrennungsmotor viele Reserven hat. Die Stimmung ist ausgezeichnet, nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei den Zulieferern, die ja wesentliche Teile dieser neuen Technologien miterarbeiten. Zum ersten Mal haben wir auch unter dem Begriff New Mobility World die Start-up-Branche, angeführt von Google und Apple, hier auf der Messe, und das ist eine ganz andere Arbeitsatmosphäre, als wir sie sonst gewohnt sind. Das ist nicht so klassisch, auch nicht so geradeaus, sondern da sitzt man an Holztischen und ist richtig kreativ. Das ist wunderbar zu sehen, und wir können uns natürlich vorstellen, wie Mobilität von morgen aussehen wird.